Wir haben, Sie merken es schon, den Ort kurz gewechselt, sind jetzt im Foyer des World Conference Centers, also hier, wo die ganzen Teilnehmer eintreffen. Und die Exklusivgäste geben sich bei uns selbstverständlich die Klinke in die Hand. Insofern, encantada, Señora Espinosa, herzlich willkommen bei Phoenix, Patricia Espinosa, die Chefin des Weltklimasekretariats. Muchas gracias, buenos días, guten Tag. Es freut mich sehr, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen. Freut uns auch. Frau Espinosa, Sie sind sowas wie die Aufpasserin in diesen Tagen hier in Bonn. Sie kümmern sich um die ganzen Staatschefs und um das, was bei rauskommt. Wenn ich Sie bitten darf, mal Ihre Augen zu schließen und sich vorzustellen, wie die Welt in 100 Jahren aussieht. Glauben Sie dann, dass das Klima sich gerecht hat dafür, dass die Welt nichts getan hat? Ich habe doch sehr viele Hoffnungen, und wenn wir sehen, wie viel Enthusiasmus heute hier erleben, das ist wirklich, ich würde sagen, schon ein Grund für die Hoffnung. Für mich wäre die Welt in 100 Jahren eigentlich nicht wie es war. Es wäre vielleicht eine bessere Welt, eine noch bessere Welt. Experten gehen davon aus, dass dieses 2-Grad-Ziel, also dass die Welt sich maximal um 2 Grad erwärmt im Vergleich zum Vorindustriezeitalter, dass das nicht klappen wird, dass es eher deutlich mehr wird. Sie glauben aber noch dran, dass die Welt die Wende schaffen kann, auch hier in Bonn. Ja, also eigentlich schon. Viele Wissenschaftler sagen, wir könnten das noch schaffen. Es ist natürlich, wir haben nicht mehr viel Zeit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Versammlung haben, dass die Leute hierher kommen, dass die Regierungen mitmachen, aber nicht nur die Regierungen, dass die Wirtschaft mitmacht, dass jeder Mensch auch in diese Umwandlung der Welt mitmacht. Als Chefin der Vereinten Nationen, des Klimasekretariats der Vereinten Nationen, geben Sie uns einen Einblick. Was haben Ihre Experten in der Ideenkiste? Wie kann man dieses Ziel weniger Erderwärmung wirklich schaffen? Ja, da müssen wir wirklich daran arbeiten, dass die Länder wirklich ihre Programme gegen das Klimawandel umsetzen, dass sehr viel Aktion gemacht wird, aber nicht nur von der Seite der Regierungen, sondern die Industrie und die Gesellschaft. Was heißt das ganz konkret? Ja, das heißt, dass wir einen neuen Weg, um Energie zu fördern, finden, dass wir natürlich in die grüne und erneuerbaren Energien umsteigen, dass die Leute dann auch ganz bewusst ihre Entscheidungen treffen, zum Beispiel Produkte zu kaufen, die eigentlich grün sind, die ökologisch sind, die auch von Herstellern kommen, die sich um diese Themen wirklich beschäftigen. Was heißt es dann, dass einer der größten Klimaemittenten, also Treibhausgasemittenten, die USA, nun vorhaben auszusteigen, beziehungsweise ihr Präsident Donald Trump? Was bedeutet das aus Ihrer Sicht? Und glauben Sie, dass es dabei bleibt? Ja, da machen wir uns natürlich Sorgen. Wir haben schon gesagt, von Anfang an, wir sind darüber enttäuscht. Wir aber bleiben mit der Hoffnung, dass diese Entscheidung vielleicht sich verändern könnte. Die USA kann auch nicht bevor 2020 wirklich aussteigen. Da würde ich sagen, wir haben noch einige Jahre Zeit, mit der Regierung zu arbeiten. Aber es ist nicht nur die Regierung. Wenn wir auch sehen, was in den USA, in den Städten, in den Regionen, in der Wirtschaft passiert, da kann man schon sagen, es ist doch etwas, es macht sich sehr viel gegen das Klimawandel. Letzte Frage, bitte um eine kurze Antwort. Werden Sie Zugeständnisse machen müssen für die USA? Werden Sie den USA etwas geben müssen im Gegenzug dafür, dass Sie vielleicht doch drin bleiben? Also die USA macht mit in den Verhandlungen. Sie sind dabei. Sie sind immer noch ein Teil von den Ländern, die hier dazugehören. Da versuchen sie immer natürlich auch ihre Positions
darzustellen. Ja, genau. Patricia Espinosa, vielen Dank, dass Sie bei uns waren bei Phoenix und viel Glück für die nächsten 2 Wochen. Meine Damen und Herren, wir bleiben bei diesem Thema, der Klimawandel. Donald Trump leugnet ihn und das, obwohl am Freitag ein Institut von 13 US-Behörden eine neue Studie herausgegeben hat und eindeutig gesagt hat, nein, nein, das mit dem Klimawandel, das ist menschengegeben und es wird diese 2 Wochen hier prägen.